Lass uns mal noch so ein kleines Gedankenspiel machen. Also wir versuchen jetzt mal so 10 Jahre in die Zukunft zu schauen. Ich weiß, es ist extrem schwierig, vor allem in dem digitalen Bereich. Aber was glaubst du, wie muss in 10 Jahren ein PVH-Händler aufgestellt sein, dass er am Markt noch erfolgreich ist? Ich habe das eingangs schon mal gesagt. Ich glaube, dass man den Kunden überall da abholen muss, wo der Kunde sich aufhält. Ja, das heißt, egal welchen Touchpoint er sich wünscht, den muss ich irgendwo bedienen. Wir sind ja da gerade dabei. Das ist zwar noch nicht so offiziell, ja, wir sind da gerade in der Findungsphase mit Kollegen und mit unserem Verband zusammen ein komplett neues E-Commerce-System aufzusetzen. Denn auch unser Shop, ja, ich weiß, dass der hat eigentlich schon vor 3 Jahren das Zeitliche gesegnet von der Performance und von allem. Wir ziehen den mit, weil wir eben selbst mit den vielen Leuten schlecht die Möglichkeiten hatten, den jetzt neu aufzusetzen, so wie ich das gerne hätte. Ja, da braucht man einfach viel, viel Wissen. Das habe ich selber nicht. Da müsste ich mit teuren Agenturen arbeiten. Ich habe da Angebote gehabt bis 350, 400.000 Euro für einen neuen Online-Shop. Und dann weiß ich eben nicht, was rauskommt. Und deswegen gehen wir auch da wieder diesen kollaborativen Ansatz. Wir haben Experten mit dabei vom EDE, dann haben wir verschiedene Händler. Jetzt ist noch diese Gründungsphase quasi. Wer mag noch mitmachen? Kleiner Aufruf: Kollegen, die sagen, ich habe großes Interesse an einem zukunftsorientierten Shop, können sich nur melden. Und da muss ich die eben umsetzen und abholen. Das heißt, wir brauchen so Geschichten wie Alexa, werden wir nicht so gut programmieren können auf die Schnelle, aber wir müssen es abholen. Ich stelle mir das schon so vor, dass ich dann in Betrieben kleine Captain Hooks habe, ja, hier, die dann da rumstehen. Und wenn der nämlich gerade total schmutzige Hände hat, dann geht der nicht an den Computer, um was zu bestellen, sondern da kommt wieder dieser starke B2B-Ansatz. Der Kunde, der hat nur einen gelben Handschuh zum Beispiel und dann muss der die Möglichkeit haben zu sagen, lieber Hook, und dann geht das Ding an, bestell wieder meinen gelben Handschuh, ich brauche 100 Paar und dann muss die Bestellung bei uns landen. Und wenn ich das nicht biete, denke ich, werden wir da ganz schnell abgehängt von anderen, denn alle Themen gehen Richtung Voice. Und entweder schaffen wir dort ein Tool zu implementieren, das es kann, oder es wird allein in der Richtung schon ein bisschen schwierig. Man sieht es ja, wie mit Hochdruck gearbeitet wird, das auch mit Brillen, also dieses ganze Support-Thema vor Ort, wo muss ich hinlangen in der Maschine, damit ich die reparieren kann selber, ja, ohne dass jedes Mal ein Techniker quer durch die Welt fliegen muss, um eine Maschine zu reparieren. Auch da müssen wir vielleicht was machen. Ja, vielleicht brauchen wir, was Größenvermessung angeht. Ich bin im Arbeitsschutz tätig. Ja. Wieso setzt er keine Brille auf, schaut sein Gegenüber an, sieht genau die Größen, die der Gegenüber hat und dann bestellt er die Kleidung, die richtig ist und passt, bevor dass er bestellt. Es passt nicht, es wird zurückgeschickt, es ist da zwickt's und dann hast du ja immer einen Riesenprozess auf beiden Seiten. Den müsste es nicht geben. Also ich glaube, dass da ganz, ganz viele Tools gibt in Zukunft und entweder man bietet sie an und ist erfolgreich oder man sagt, nee, mein Kunde braucht es nicht und dann wird man halt in dem Bereich keinen Umsatz mehr machen. Okay, das heißt Innovation. Die Frage ist da ja so ein bisschen, wie geht ihr da so ein bisschen mit Rückschlägen um? Weil das ist ja, sag mal, unweigerlich, wenn ich innovativ sein will, ja, muss ich 10 Sachen ausprobieren und 6 oder 7 werden nicht funktionieren. Ja. Ja, da muss man eben entspannt sein, was das angeht. Also bei mir ist ja auch die Investitionshöhe, die ist immer überschaubar. Jetzt, wenn man sagt, im 3D-Druck, ja, dann kaufe ich mal halt mal einen Drucker. Natürlich sind es mal 7.000, 8.000 Euro, damit ich mal einen habe, weil ich muss ja selber mich auskennen. Das war zwar nur so ein ganz einfacher Spielzeugdrucker, aber ich brauche ihn halt. Und das Gleiche ist ja mit irgendwelchen B2B-Tools. Ja, natürlich investierst du mal 3.000 Euro in die falsche Richtung und sagst, okay, das hat jetzt nichts gebracht, aber hätte ich es nicht getan, wüsste ich nicht, ob es geht oder geht es nicht. Muss man einfach dranbleiben. Ich glaube, dieses, ich sage jetzt mal, Spielgeld auf der einen Seite, das muss man sich einfach halten in der Firma. Also ich kann nicht alles ausschütten und sagen, okay, ich habe jetzt mir privat wieder ein neues Aktienpaket gekauft und da weiß ich auch nicht, wo die Reise hingeht, sondern man muss auch sagen, okay, was kann ich jetzt in der Firma tun, damit ich den nächsten Step machen kann? Und ich glaube, dass da dieses, gerade dieses Ausprobieren, dieses, ich investiere in einen Bereich und weiß nicht sofort, was passiert, ist da ganz wichtig. Das heißt, ja, Innovation und Mut zum Risiko werden es dann ausmachen. Andreas, vielen, vielen Dank. Ich finde es mega, mega spannend. War in der Kürze und Würze mal ein bisschen was so aus unserer eigentlich langweiligen PVH-Branche, die aber trotzdem mir sehr viel Spaß macht. Ja, und vielleicht so langweilig dann doch gar nicht ist, Nee. wenn man euch zuhört. Von daher vielen, vielen Dank für deine Zeit. Mir hat es, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht. Es war Michael, sehr danke dir interessant. auch.
Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. Michael, danke, ciao. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Am besten du abonnierst unseren Kanal und aktivierst die Glocke. So wirst du direkt benachrichtigt, wenn wir ein neues Video hochladen und verpasst zukünftig keine Folge mehr. Ach so, und hier geht's zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.